Ja, gar nichts drin. Das wird jetzt eine Weile dauern. Und sammel bitte die Steine ein, die gehören da nicht rein. So, also das dauert. Deswegen holen wir uns hier jetzt mal die paar Brennstoffdinger. Und jetzt füttern wir das Ding mit einer Fabrik. Und ein paar Kisten brauchen wir auch noch, aber das kriegen wir hin. Also eine Fabrik. Muster kurz erweitern. So, so. Eine Fabrik. Da ist falsch. Das Baum im Weg. Dahin. Du hast die Aufgabe, Fässer auszukippen. Du bist eine sehr tolle Fabrik. Du kippst Fässer aus. So, da kommt Rohöl. Keine Ahnung, ob zwei Zugänge mehr bringen, aber ich mach mal zwei. Das heißt, hier kippe ich jetzt einfach nur Fässer rein. Die werden leer gemacht. Und dann brauche ich hier irgendwo noch ein anderes. Eine Kiste da. Und da werden jetzt die leeren Fässer rausgeholt. Dann brauche ich daneben noch ein Kistensystem. Da. Da. Oh, und wir wollen was testen. Wir hatten hier diese Armkapazität erweitert. Zählt eine Fabrik auch als Container? Also ich tue jetzt 10 rein und nehme 2 raus. Ja, sehr schön. Das heißt, alle Ölfässer kommen da rein. Und das Ding müsste jetzt durchgehend Öl haben. Und die sind alle bis zum Bersten voll mit Öl. Ja, sehr schön. Wir könnten noch einen Tank dazwischen klemmen. Wo war das Ding? Chemical Plant? Nein. Da. Braucht 5 Stahlplatten. Oh, und wir brauchen hier unbedingt unterirdische Dinger. Damit wir hier schnell durchkommen. So, die können schon mal mit. Stahl. Genau, wir brauchen Stahl, 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 Stahl. Dann hätten wir gerne hier einen Storage Tank. Dann gucken wir mal, ob wir den einfach so dazwischen klemmen können. So, die unterirdischen Dinger sind fertig. Das machen wir einfach kurz nur hier. So. Was? So, so. Okay, klappt. Du. Ugh. Du bist hässlich. So. Das heißt, es fließt jetzt durch und alles, was nicht durchfließt, wird eingelagert? Pipe to ground? Nein. Achso, falsches Fass. Also. Ja. Füllt sich und entleert sich gleichzeitig. 290, 280, 300, 330, 350. Und wird durchgehend befüllt. Okay, das heißt, alle Fässer, die wir jetzt hier reintun, werden gleich leer sein. Das Ding dürfte voll sein und wir haben genug Fässer, die wir nach unten bringen können, um das Ganze von vorne anzufangen. Und wir haben ein Stromproblem. Jo, 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 jo. Ich habe zu lange geschwatzt. Ich habe zu lange geschwatzt. So, einmal alles reingreifen, bitte. Und es geht sich nicht auf. Ich hatte ja gehofft, dass wenn wir jetzt hier durchgehend Öl reinpumpen, dass das dann mit denen hier auch schneller geht. Das sieht auch schneller aus. 112. Es ist sehr schnell weg. Kein Strom, kein Strom. Mehr davon. Wir müssten auch gleich da unten Zellen ankommen. Brennt, brennt. Geht runter, geht runter, geht runter. Ja. Ja. Sind gleich alle versorgt. Okay. Ich hätte schwören können, ich hätte gerade Flakgeräusch gehört. Das wäre aber sehr irritierend, wenn plötzlich Aliens aus der Luft angreifen würden. Mal gucken, was das Spiel noch bringt später. Ja, also, wir müssen jetzt auf jeden Fall auf die Treibstoffversorgung achten. Wir müssen zwischenzeitlich auch immer wieder runterrennen, die leeren Fässer abgeben, die vollen Fässer holen, bis wir da ein System haben. Regelmäßig die roten Chips anschmeißen und gucken, dass da alles soweit läuft. Und wir können jetzt eigentlich schon den ersten Roboport bauen. Da. Dauert eine Weile zu bauen und wir müssen noch eine schöne Stelle aussuchen.
Ich denke, wir brauchen einen Port hier, einen Port da. Also unser ganzer Fabrikkomplex ist ja eigentlich ein Riesenschlauch. Der fängt hier unten an ungefähr und geht später bis da oben. Das heißt, wir haben dann von unten nach oben in einer Zweierbreite Roboports. Einmal auf der rechten Hälfte, einmal auf der linken Hälfte. Und dann wahrscheinlich drei Roboports auf der linken Seite nach oben, drei Roboports auf der rechten Seite nach oben. Gucken wir mal. Oder wir packen alles in einen. Aber nee, jetzt geht sie nicht auf. Die Mauern außen, die Türme müssen ja auch im gelben Bereich mit drin sein. Also hier wäre eine schöne Stelle für den ersten Roboport. Und der geht nicht mittig auf. Willst du mich verarschen? Doch geht er, aber da sind die Dinger im Weg. Geht das hier? Da spricht irgendwas gegen den Punkt. Das ist nicht in den Mauern. Die Mauern sind nicht mit drin. Das geht nicht. Das ist echt doof manchmal, was die Zweier- und Dreier-Symmetrie angeht. Aber ich klatsch das Ding jetzt einfach unzeremoniell dahin. Das heißt, die Mauern sind drin, also die richtigen Mauern, das sind ja falsche Mauern. Die richtigen Mauern sind drin. Und ein Großteil der Fabriken, aber nicht alles. Das heißt, wir brauchen dann irgendwo hier nochmal einen. Eventuell auch ein bisschen weiter außen. So, und das Ding. Roboport Nick Panuto. Die haben alle Namen von Leuten, die Geld gespendet haben. Was ein cooles Feature ist. Und hier können wir jetzt Roboter einlagern. Und den Material in die Hände geben. Zum Beispiel diese Reparaturmodule. Wobei man ihnen gleich recht viele davon geben sollte, damit sie auch, ne, länger reparieren können. Und das macht sehr krasse quietschende Geräusche. Was wir jetzt aber brauchen, sind die Roboter. Und dazu brauchen wir die roten Engines. Und da sind schon Fehlermeldungen. Das ist eine Fehlermeldung vom Roboport. Hier sind beschädigte Sachen, aber es sind keine Roboter da und kein Werkzeug, um es zu reparieren. Und er wird jetzt so lange meckern, bis er Werkzeug und Roboter bekommt. Da ist der pingelig. Also wir müssen unbedingt eine Fabrik bauen mit Lubricant. Das heißt, wir brauchen jetzt die Oil Refinery hier. Wir müssen das Ding weiter ausbauen. 0,1. Ja komm, weißt du was? 0,1 ist vernachlässigbar. So, Licht weg. Ich hätte gerne noch ein... die Ausgänge sind doof. Ich zerleg mal kurz unser System. Problem ist nur den Tank, da sollte ich nicht abbauen, da ist zu viel Zeug drin. So, du bist draußen. Dann hätte ich dich gerne einmal da und dich gerne einmal da. Und ja, das ist, ne, unpassend, aber es muss sein. Für einen höheren Zweck und so. Also, Öl. Öl kommt. Mist. Also, wir können nicht. Können wir dich drehen? Ja, wir können dich drehen. Ich hätte gerne einen Ausgang da. Gut. So. Angriff? Was machen die Türme? Es ist alles doof. Hier ein Untergrundding jetzt. Da kommst du raus. Da gehst du rum, da gehst du rein. Also das Ding ist immer noch inzwischen Storage. Wir haben keine 703 Öl verloren und die können jetzt durchgehend arbeiten. Du stellst bitte Öl her. Du stellst bitte ganz normales Öl her. So. Jetzt dürfen wir nicht die Rohre durcheinander bringen. Hier. Hier ist das Gasrohr. Wir sollten auch hier immer darauf achten... So.
hier. Nein, es geht nicht. Bis da und dann da ein Rohr und dann bumm. Also Gas kommt, Gas kommt. Alles in das Rohr da. Das hätten wir schon mal. Du. Ja, es darf sich alles nicht verbinden. Das ist eine Friemelarbeit sondergleichen. Kein Wunder, dass es extra für die Rohre auch einen Mod gibt. Was? So. Hier ebenfalls Untergrundrohr. Kann ich nicht. Ah doch, kann ich. In die Erdölquelle reinmachen. So. Hier komme ich nicht durch. Komme ich hier rum? Komme ich hier rum? Ja, also ich kann mich durchwuseln. Es wird nicht schön, aber ich kann mich durchwuseln. So, das wird auch automatisch hier gemacht und darum und darum. Schweröl. Dafür machen wir die ganze Scheiße schon. Wir wollen nämlich Lubricant haben. Dafür brauchen wir eine Chemiefabrik, die wir schon im Inventar haben. So, und du stellst bitte Lubricant her. Nur aus schwerem Öl, mehr nicht. So. Das Ganze müssen wir aber auch irgendwo abpumpen. Da. Und jetzt kommst du in eine Fabrik, die keinen Strom hat. Die jetzt Strom hat. Und du stellst bitte das da her. Das heißt, du bekommst gleich dein Lubricant. Hast du jetzt. Jetzt brauchst du nur die Engine Units und Chips. Und dann kannst du die Routen endlich herstellen. Und damit können wir die Roboter herstellen und die können dann alles reparieren und optimieren und was weiß ich. Also, das ist der Plan für die nächsten Folgen. Wir holen jetzt die Chips. Wir machen die Roboter. Wir behalten den Feind im Auge. Und dann werden wir nach und nach jetzt alles auf Roboter umstellen. Also wir werden auch diese Provider-Kisten aufstellen, die Supplier-Kisten. Wir müssen unbedingt auf Strom achten. Ach du Kacke. Schnell, 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 schnell. Ja. Wir müssen unbedingt auf Strom achten. Da ich aber keine Lust habe, jetzt alle 5 Minuten hoch und runter zu laufen, werden wir wieder auf Kohle zurückgreifen müssen, denke ich. Ist zwar schön und gut hier, diese tollen fancy Brennstoffzellen zu haben. Boah, bist du langsam. Okay, wir müssen ein bisschen was von Hand befüllen. Sonst arbeitet der Arm nicht, der das Ding befeuern soll. So. Läufst du? Warum holt ihr? Achso, ihr seid zu langsam. Das sieht auch erbärmlich aus. Also die Arme versuchen immer das zu greifen. Die Brennstoffzellen, aber sie sind nicht schnell genug und dann ist er weg. Dann gehen sie wieder nach hinten. Dann versuchen sie wieder zu greifen. Und so lustig das auch ist, ich sollte trotzdem nicht aufhören zu befüllen, weil wenn jetzt ein Alien-Angriff ist, ist doof und so. Und anscheinend warten sie doch nicht darauf, dass mein Strom ausfällt. Das war einfach nur Zufall das letzte Mal. Auch wenn das richtig hardcore wäre. Wenn sie quasi unsere Basis unter Beobachtung hätten und sobald Stromausfall ist und die Türme abschalten, die angreifen. Das wäre richtig geil. Oh ja, ihr füllt euch wieder, alles ist gut. Also. Nochmal. Nächste Folge hinbekommen, dass hier nicht mehr hingelaufen werden muss. Wahrscheinlich durch Kohle. Wir haben ja hier direkt vor der Haustür Kohle. Dann die roten... Schon wieder Angriff. Dann die roten Engines produzieren. En masse. Damit wir die Roboter herstellen können. Und dann mit den Robotern die Einstellung machen für die Vollautomatisierung. Also bis gleich.